Alter! Das Riesenkrokodil hat uns verfolgt! So, wir sind dabei gewesen, in der letzten Folge uns einen Bauch voll zu schlagen. Wir haben hier ein Feuerchen gemacht und können jetzt auch mal dementsprechend was essen. So, das tun wir mal eben in die Tasche stecken. Wir können auch von hier aus futtern. Machen wir auch. So, du hast eine Stufe aufgestiegen. Du bist eine Stufe aufgestiegen. So, dann essen wir uns erstmal was und trinken was. Habe ich die ganzen Trinkbeutel weggetan? Wir mussten uns ein kleines Lager errichten hier. Achso, die habe ich in den Tag. So, okay. Trinken auch was. Ich habe das immer noch nicht umgestellt. Machen wir in der nächsten Folge. Zur nächsten Folge habe ich das dann eingestellt, dass wir unten rechts sehen, was wir einsammeln, ja? Gut. Essen nehmen wir mit. Und stopp. Stopp. Achso, da war noch ein Fetzen Fleisch drin. Schön. Holz lassen wir hier. Und die Steine auch. Und das auch. Lassen wir erstmal hier drin. Ja, ist egal. Kann ja jeder drauf zugreifen oder auch nichts mehr egal. So, hier sind wir. Hier haben wir unser Bett vor allen Dingen. Und ich würde sagen, wir müssen uns vor dem Sandsturm in Acht nehmen. Wir gucken gerade mal hier oben, was hier ist. Hier haben wir eine Hyäne. Hier sind mehrere Hyänen. Und was haben wir hier? Wir gehen gleich wieder ins Dörfchen zurück. Hier ist ein Fleckchen, wo man sich eventuell mal eben aufbauen könnte, so ein bisschen. Ist nicht allzu weit weg. Ich würde sagen, hier erschaffen wir uns mal eben ein Heimchen. Moment mal. Warum nehme ich nicht das bessere Werkzeug? Hatte ich nicht auch die Axt genommen? Moment, wir müssen mal eben zurückrennen. Oh, wir sind hier. Wir haben uns hier richtig dumm auf. Das ruckelt ja ekelhaft. Manchmal. Okay, müssen wir drüber hinweg. Umso weiter wir hier von dem Bau wegkommen, umso besser wird es. Also, wir werden uns nur zum Anfang hier aufbauen und dann wieder die Klamotten abreißen. Denn, das ist mir zu nah am Dorf. Und so. So, schnappen uns das Fell. So. Ich bin mir sicher, dass wir eine Axt hatten. Ist mir, dann holen wir sie noch. Dann holen wir jetzt noch eine Axt vorher. Ist mir egal. Nur wenige Minuten später. Alter! Das Riesenkrokodil hat uns verfolgt! Junge! Also, wir sind hier echt in höchster Lebensgefahr. So, wir gehen mal am Feuerchen hin. Und wir überdauern die Nacht einfach mal, ja? Ich schalte euch wieder hinzu. Aha.
direkt zwei Stück hier, also. Mach deine Drehung, jawohl! Super! Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Material. So. Das packen wir auch mal direkt da drauf. Wo ist das andere? Ja. Und wir machen hier ein Feuerchen. So, Leute. Dann sag ich mal, bis gleich. Sehr, sehr, sehr viel später. So, die Nacht ist rum. Wir können anfangen. Wir nehmen uns das kleine Ländchen da vorne. Für eine Mini-Base nur. Nur so, so viel machen wir, damit wir sicher vom Sandsturm sind. Mehr bauen wir nicht. Und als erstes Mal rüsten wir uns... Oh, als erstes Mal rüsten wir die richtigen Sachen aus. Zack. Wofür haben wir sie denn gekauft? Richtig? So, das schmeißen wir weg, den ollen Scheiß mit Speis. So, wir brauchen Holz. Was brauchen wir denn für Material? Wir brauchen Holz und Stein. Und wir haben ja schon wieder gepunktet. Das heißt, wir können jetzt anfangen. Nachdem wir hier bei Attribute Stehvermögen ein bisschen trainiert haben, den können wir mal... Nein! Auf Stufe 2 bringen. Dann haben wir das hinter uns. So. Und jetzt mal ein bisschen auf Belastung. Ja. Komm, den Rest noch da drauf. Und dann geht das. Jetzt können wir schon mal ein bisschen mehr einsammeln. So, und unseren ersten Stein hinsetzen. Steine brauchen wir noch. Okay, lass uns loslegen. Machen wir erstmal drei Stück. Das legen wir mal da oben drauf. So. Ich würde sagen, hauen wir uns hier hin. Schön hoch. Ich habe nämlich keinen Bock auf Gras in meiner Bude. Ja. Okay. Noch ein bisschen Stein. Holz haben wir erstmal genug, denke ich. Sehr schön. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Leute, was habe ich euch gesagt? Wovon hatte ich geredet? Genau, vom Sandsturm. Und wen haben wir da? Den Sandsturm. Wir werden jämmerlich sterben, Leute. Das war zu spät. Ja, das war zu spät.
Mal gespannt, ob wir dem standhalten. Ne. Wir haben noch 4 Stück. Na komm schon. Bitte, 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 bitte. Wir müssen es überleben. Wir kämpfen gegen die Blutung an. Oh nein. Das zieht er von dann, ne? Oh, mega. Wir heilen uns direkt nochmal. Da seht ihr den Sandsturm. Krasser Scheiß, ne? Ja, wir haben es überlebt. Und nur deswegen wollte ich das hier aufbauen. Und zack war er da. Als hätte er es gehört. Aber er hat uns nicht niederraffen können. Junge, 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 Junge. Könnt ihr mal sehen. Und wir hatten leider zu wenig Steine, sonst hätten wir das noch geschafft. Erst hatte ich gedacht, wir kriegen schon wieder Nacht, aber es hätte ja gar nicht sein können. Aber gut. Wir haben überlebt. Gott sei Dank hatte ich nicht alle Verbände weggeworfen. Und da werden wir uns jetzt auch direkt mal wieder welche machen. Und deswegen brauchen wir auch hier was von. So. Nicht übertreiben. Wir brauchen nämlich Platz, den wir nicht haben. So. Mal 2 Fenster, das reicht. Wir brauchen noch ein paar Wände, ne? So. Junge, 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 Junge. Für eine kleine Bude. Nur mal eben so. Dass wir Lucky Lucky machen können. Und vor allen Dingen vor dem blöden Sandsturm sicher sind, ja? Um was anderes geht's ja gar nicht. Hier würde ich mich niemals aufbauen. Und wir wollen erstmal hier ankommen. Wir sind noch gar nicht richtig angekommen. Ne? Wir müssen noch ein bisschen Lucky Lucky machen. Ja. Hier noch ein Fenster hin. Na komm schon. Prima. Hier haben wir eine Tür rein. Die Türe. Wo haben wir die Türe? So. Wir haben Pflanzenfaser, 11 Stück. Nee, das ist Fleisch, ne? Wir haben 3 Pflanzenfaser. Das ist ja nix. Das ist ja auch nichts. Wo renne ich hin? Eben schon gefährlich, muss ich sagen. Habe ich das Feuer angelassen? Warum? Warum ist das Feuer an? Es ist doch gar nichts drin. Ach, weil wir Nacht hatten. Na toll. Pflanzenfaser.
Ich habe gedacht, ich hätte mehr. Hat sich so viel weggeschmissen, ne? Gut. Kein Problem. Wir müssen noch ein bisschen Pflanzenfaser machen. Hör doch mal das Hauen auf mit der Axt. Mit der Pickaxe. So. Ja, das wird hier so ein bisschen Let's Play-lastig und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Machen noch eben noch die Tür drauf und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.